Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Dein Replay, mein Senf. Und heute haben wir den Jaxxon, Stufe 6 TD. Gespielt wird dieser Panzer von Fealis 12, 10, 65, 8, 7, 9, 10, 11, 12. Ne? Kennen wir alle hier. Der Mann mit dem Broten zwischen den Fingern. Er ist aus dem Clan Barco und spielen tut er auf der Karte Steppen, wie immer Burner-Gefecht, Gagner-Base, Obern, Gagner-Fahrzeug zerstören. Er ist hier als Sechser in einem Sechser-Gefecht mit 5 Siebenern. Jo, kennen wir alle, ne? Wenn die Top-Tiers verkacken, müssen wir mehr machen. Und das schauen wir uns doch mal an. In der Zeit natürlich, wie immer, die Mumpel. Aber sagt die Mumpel, AP hat 160 Durchschlag, 240 Alpha-Schaden bei 90 mm geschossen. AP Clea, 243er Penne, 240er Alpha. Und hat 45er Penne, 320er Alpha-Schaden. Dann kleine Erste-Hilfe-Kasten, kleine Reparatur und eine Kiste Golla. So, ihr Panther M10 konnte man sich gerade bei den Tank Rewards erspielen. Denkt daran, das Special Matchmaking, falls ihr Platoon fahrt. Ne, kommt Maximum in 8er. Wie mit dem E25. So, ab links. Oh, Super Hellcat AMD, sehr aggressiv. Na, Scout, überlebst die Minute. Oh, gegnerische. Der gegnerische Scout. Auf dem Weg zur Humsel. Jawohl, Skoda hat ihn rausgenommen. Da hat er auch fast eine Minute überlebt. Oh, oben hier. Even didn't scratch them. Mini, mini. Da kommt nochmal hoch. Hier, oben. Oh, oh, hier. Easy to. Und? Tschüss. Jawohl. Da geht noch einer. Jawohl, 256 nochmal rein. 240 war der Alpha, haben wir uns ja gemerkt. Das Schöne ist, sein Scout lebt noch. Hat schon fast gewonnen, das Gefecht. 3 zu 3 steht's. Also noch ausgeglichen. Sein Team pusht die 9er Nuller. Also ist aggressiv. Wie wir alle wissen, 9er Nuller hilft immer sehr, um das Spiel zu gewinnen. Das ist ein Stein. Wie immer hinterm Busch. Ich kenn's. Mensch, genau, mir ist vorhin was aufgefallen. Du hast zwei Gunmarks, ne? Zeig mal. Ja, du bist kurz vor der dritten. Krass. Jürgen! Wir drücken dir die Daumen. Oder wenn es nach dir geht, die Steaks. Wie gemütlich. Jawohl, 239. Super Hecke. Na komm, einen kannst du noch fressen. Guck mal hier, wie er abhaut. Nee, hey, also damit will ich nichts zu tun haben. Der ist so geil, der Typ. Bin zwar hier Top Gear, aber nur ein TD. Oh, irgendwas schießt hier mit High. Boah, schöner Pixelschuss. Hätte ich jetzt nicht gesehen, dass er trifft. Aber warum nicht? Jojo. Irgendwas schießt mit High. Also die Arti kann, glaube ich, nicht so schnell nach. Hier, T-84-85. Jawohl, ein noch. Komm. Danach. Jawohl, raus ist er. So, wir haben 1500, was sind das? 49 Schaden, ein Kill. Er gibt eine WN8 von 2863. Na? Na? Komm jetzt. Pixel. Und? Oh, der Killshot. Egal, der nächste sitzt hier. Firefly, pass auf. So, die Einzellinie hält noch stand. Jetzt aber. Jawohl! Sehr schön. Und da ist auch schon der zweite Kill. In der Tasche. So, Jackson fehlt. Arti, SDRV 7-4. Der Rest war schon offen. T25-2. So, jetzt aber. Steht 7 zu 8 gegen sein Team. Aber kennen wir das nicht alle? Da kommt
mich so nicht an. Und da links in dem Busch fährst vielleicht. So ein bisschen hoch. Gesetzt so. Nee. Da sind sie auch. Jetzt sind alle auf. Nur die Arti noch nicht. Das wissen wir ja, ne? Die steht da ganz unten. An der Linie. So, er nimmt sich den Defensivpart. Das ist echt die Arti. Die Arti ist hier. Hör doch auf. Nein, 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 nein. Du triffst nicht. Du triffst nicht. Du bist noch im Nachladen. Sehr schön. Schön ausgespielt und tschüss. So, Artuschka ist lauf, ist raus. Er gibt diese Woche auch wieder ein Arti-Replay. In unserem allseits bekannten Klicker-Profi Coquelini. Oh, 8 zu 11. Na, jetzt aber. Jawohl, auf Kette. Hoffentlich kann er nicht reparieren. Jetzt der Killshot. Komm schon. Jawohl. 10 zu 11. So schnell geht das. Panther M10 nimmt einen raus. Dann unser Fealis. Da können wir alle unsere Frühstückstabletten. So, hier. Sehr schön. 250. Nochmal, pass auf, der schießt blind hierher. Jawohl. Oh mein Gott. Wir sind bei 2980 Schaden. Also, was ich so letzte Woche gefühlt habe, war, dass manche Zehner das nicht hinbekommen, so viel Schaden zu machen. Deshalb Respekt vor dieser Leistung. Es ist ein Sechser. Wird man nicht vergessen. Langsam fährt er vor. Kommst du da hinten ran? Nee. Die haben noch einen KV-2, der tut weh. Nochmal ein weiter, Sneaky Sneaky. Wir kennen den Jürgen. In die Kranen wie ein Reh. Jürgen, ne? Weißt du, beste Grüße. KV-85 noch Full HP. KV-2 dürfte beschießbar sein. Aber egal, erstmal den da. Hat KV-2 auch den ES rausgenommen. Sehr schön auf Kette gesetzt. Hoffentlich kann er nicht reparieren. Doch, kann er. Braucht noch ein bisschen länger. STRV. KV-2 ist immer noch beschießbar. Und komm bitte. Jawohl. 12 zu 12. Jetzt darf nichts schief laufen. Jawohl. 13 zu 12. Wir sind bei 3930 Schaden und 5 Kills. Komm, den 6. holst du dir noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Hol dir den letzten. 4176 Schaden in den 6er. 15 zu 12. Den 6. Kill haben sie ihn dann doch nicht gegönnt. Aber kurz vor der 3. Gunmark ist er. Was gibt's für eine WN8 mit diesen ganzen Kills? 16.817. Das ist so meine Ansage. So, dann muss ich jetzt die Auswertung noch nachschieben, weil wisst ihr ja, ne? Hier läuft nichts richtig. So, Jürgen, hier, was hast du bekommen? Ein Mainz, ganz klar. Dann hier zwei Anleihen. Großkaliber, Tanker, Sniper, den meisten Schaden über 300 Meter gemacht. Das ganze Spiel hat er Folgendes getan. 2 Panzer-Gurboote, 12 Module zerschissen, 4176 Schaden selbst fabriziert und 5 Panzer zurück in die Garage geschickt. Also 4176 Schaden, ne? Hammer. So. Dann ist er mit dem Schaden ganz knapp an erster Stelle. Ja, sehr gut. Und Kreditos gab es 15.652 und Erfahrung 4.626. Ja, alles 12.1065. Danke dir fürs Einsenden, euch fürs Zuschauen und wie immer viel Erfolg in World of Tanks und nur das beste RNG. Ciao.